Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Sagt nicht immer sagen. Es gibt so viele Wörter, die ihr statt sagen benutzen könntet. Stellt euch mal folgenden Satz vor. Sie sagte zu ihm, ich liebe dich. Erstmal schön, Liebe ist immer was Tolles. Aber können wir hier nicht ein anderes Wort benutzen? Und wie wäre es denn, wenn wir überlegen, wie sie es sagt? Also vielleicht sagt sie es ja so leise. Dann könnte man sagen, flüstern. Also dieses Flüstern bedeutet leise, sehr leise sprechen. Sie flüsterte ihm zu, ich liebe dich. Dann hat man doch sofort viel mehr Gefühle. Und nicht nur dieses einfache Sagen. Dann sagen wir mal 5 Monate später, die Liebe ist vorbei, wie das manchmal so ist. Und dann würden wir sagen, sie sagte zu ihm, ich hasse dich. Würde sie das wirklich einfach nur so sagen, so wie, ja, wie ist das Wetter bei dir? Möchtest du noch ein Brötchen und ich hasse dich? Nein. Also sie würde es besonders sagen und sie würde es vielleicht laut schreien. Ich kann das jetzt leider nicht so laut machen, weil meine Katze gerade schläft. Also sie würde schreien so, ich hasse dich. Also denkt daran, wenn ihr das Wort sagen verwendet, welche Gefühle in dieser Situation da sind. Dann können wir auch daran denken, ob jemand vorher schon mal etwas gesagt hat, ob ich also zum Beispiel antworte. Also nicht zum Beispiel, sie flüsterte ihm zu, ich liebe dich und er sagte, ich auch. Dann könnte man sagen, sie flüsterte ihm zu, ich liebe dich und er erwiderte, ich auch. Und gerade für dieses Antworten, Erwidern gibt es auch viele Synonyme. Probiert auch das mal. Ihr könnt auch mal hier auf dieser Seite schauen, da findet ihr ganz viele Tipps zum Wort sagen. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg, dass ihr euer Deutsch gut verbessert, entweder beim Selbstlernen oder in unseren Kursen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich sage Tschüss!